Hey Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil. Und zwar geht es sich hier um heute die automatische Nachfüllung des Amatus XS. Und ihr seht schon dieses Gewusel hier auf dem Schreibtisch. Ich habe hier was nachgebaut und von wem genau erfahren wir gleich. Ja, und zwar geht es sich im Endeffekt darum, hier eine automatische Nachfüllung für dieses wunderschöne kleine Amatus zu haben, das jetzt gerade hervorragend verdeckt wird. Ich stelle es mal hier hoch. Und zwar ist ja keine automatische Nachfüllung bei diesem Becken dabei. So, wir haben jetzt immer irgendwelche Kleinigkeiten an Wasser nachzukippen und das vergisst man schon mal ganz gerne, und von daher habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne Nachfüllung, aber ich will keinen Standard einbauen, also sprich nichts, was da jetzt mich 60, 70 Euro kostet. Und tatsächlich hat es mich auch nicht umgerechnet so viel gekostet und es geht auch noch günstiger. Günstiger geht's, weil ich die Sachen, die ich brauchte, hierfür brauchte, tatsächlich alle gekauft habe. Zudem habe ich sie bei einem, im Prinzip bei Amazon bestellt. Und man kann die ganzen Sachen natürlich auch noch günstiger über China kriegen, also sprich AliExpress und sowas. Lassen wir aber jetzt mal außen vor. Also es geht deutlich günstiger und die Teile bzw. das Video hakt jetzt an der Stelle ein, wo René mit seinem Video aufgehört hat. Schöne Grüße von hier aus, René. Weil René hat gezeigt, wie im Endeffekt die Verkabelung dieser Platine und der entsprechenden Sachen hier zu bewerkstelligen ist. Und ich habe den ganzen kleinen Radatsch jetzt gerade eben in mühevoller Kleinarbeit zusammengewurschtelt und getan und gemacht und werde euch jetzt mal erklären, was ich gemacht habe. Im Endeffekt ist es so, ich habe hier einen 5 Liter Behälter, wo ich eine kleine USB-Pumpe und einen Wasserstandssensor habe. Wir haben im Prinzip, können wir da unten mal los. Dann, wenn er nicht losgehen soll, geht er nicht los. Ich spiele mit der Pumpe. So, also 5 Liter Behälter, das ist mein Osmosetank, den ich irgendwann hier unten zur Freude meiner Frau da unten verstecken werde. Wir haben hier einmal eine ganz normale, handelsübliche 0815 USB-Pumpe. Klein, süß und sogar auch noch von der Intensität her regelbar. Kostenpunkt für dieses Pümpchen, kriegt man wahrscheinlich auch noch günstiger, 12 Euro. So, das ist Punkt 1. So, Fakt ist, wie gesagt, wer das hier nachmachen möchte, muss sich im Vorfeld definitiv das Video vom René anschauen, weil der hat es verbrochen. Von dem habe ich im Prinzip alle Sachen. Und dann braucht ihr natürlich noch ein Stück Schlauch. 1,5 auf 2 Meter, je nachdem, wo ihr das Becken stehen habt. Und ihr braucht natürlich auch, wenn ihr noch über habt, Saugnäpfe. Schlauch liegt so zwischen, sag mal, 8 und 10 Euro, je nachdem, wo ihr kauft. Braucht ihr auf jeden Fall auch. Würde ich auch empfehlen, definitiv, wie immer, Silikonschlauch. Kleines Spiel. Sind wir also roundabout da mit den beiden Sachen schon bei 20 Euro. So, dann gibt es die Möglichkeit, entweder das Ganze per Netzgerät zu betreiben oder, wo habe ich sie? Nicht hier, doch, da liegt sie. Per Powerbank. Ja, René hat das Ganze per Powerbank bei sich im Video gezeigt. Funktioniert auch sehr gut, habe ich im Vorfeld auch ausprobiert. Aber ich hätte das ganz gerne auf 220 Volt Basis. So, also Powerbank bei mir nicht. Bei mir läuft das Ganze auf 220 Volt. Das ist ein Netzteil, das bringt 5 Volt und ein paar Zerquetsche unten raus. Ist genau das Richtige. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Genau. Dieses Netzteil liegt bei einem 10er. Sind wir also bei 30 Euro. So, was brauchen wir dann noch? Erstmal ein bisschen Ordnung am Schreibtisch. Dann brauchen wir die Schwimmerschalter hier. Jene welche. Bei denen hier ist es jetzt so, es gibt verschiedene Schwimmerschalter. Hat René in seinem Video aber auch erklärt.
Es gibt welche, die schalten an und je nachdem, wo sie stehen, und an bzw. aus. Also ich blende es unten ein, was ich meine. Und bei denen hier, die ich gekauft habe, ist es relativ einfach. Man dreht ganz einfach den Schwimmer um und schon hat man die Funktion umgekehrt. Das heißt also, hier dieser Schwimmerschalter, den ich jetzt hier installiert habe, der ist für meinen Osmosetank. Wenn der leer ist und der Schalter unten ist, dann ist der Stromkreis unterbrochen. Das heißt, egal was oben passiert, das Gesamtsystem ist abgeschaltet. Dafür ist dieser Schwimmerschalter. So, und dieser Schwimmerschalter hier wird andersrum eigentlich auch so eingebaut, bloß dass er dann im oberen Teil dementsprechend dann schaltet, wenn ich die im unteren Teil schaltet, so, nicht im oberen Teil. Der schaltet im oberen Teil, der schaltet im unteren Teil. Das heißt also, wenn das Wasser abgesackt ist, wird wieder hochgepumpt und dann ist das Thema durch. Auch das hier. Hier habe ich auch schon die entsprechenden Verlängerungen dran gemacht. Oh Mann, ich und Kabel hier schon wieder. Ihr seht, Chaos hoch 10 bei mir. Also ich bin nicht der große DIY-Typ. Macht das nur nicht nach, wie ich das hier mache. Nein, vergesst es. Ihr wisst, was ich meine. Später. Ja, und dann haben wir natürlich das Herzstück hier noch. Einmal hier hinten Anschluss USB. Dafür habe ich mir eine USB-Verlängerung geholt. Aus einem ganz einfachen Grund kann ich die Pumpe wunderbar ohne Probleme hier anschließen. So, und wie es da drin aussieht, ist auch relativ einfach. Da drin sitzt meine kleine Hauptplatine. Diese Hauptplatine ist dann dementsprechend gemäß den Vorgaben vom René verkabelt. Also da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich habe sie jetzt im Prinzip hier mit der USB-Buchse, die habe ich hier unten mit Heißkleber verklebt. Und ihr seht hier auch die Positionen sind mit Heißkleber dementsprechend fixiert. So, kurzer Funktionstest. Eine Besonderheit bei der Platine ist, wir haben hier noch 4 verschiedene Betriebsmodi, die man einstellen kann. Und ihr seht jetzt, hier ist meine, sieht man das? So, ist dementsprechend mein Schwimmer unten. Das heißt, rein theoretisch wäre das Osmosebecken jetzt leer. Jetzt mache ich es mal an und ihr achtet mal auf die LEDs. So, da müssten jetzt LEDs angehen. Genau, da oben blinkt jetzt eine LED. Ich habe 4 Programmspeicher, die dann dementsprechend bei Amazon beschrieben sind. Und die kann ich mir hier aussuchen. Und ich habe noch die Möglichkeit, eine Verzögerung einzustellen. Diese Verzögerung ist dafür da, dass wenn dieses Gerät hier sagt, ich möchte nachfüllen, das wäre jetzt der Fall, zack, habt ihr gehört, geht die grüne LED an und dieses Relais schaltet im Prinzip den Laststrom, um meinen Motor zu betreiben. Jetzt kann ich einstellen, wenn das Ganze auf Position gegangen ist, dass das noch eine gewisse Zeit nachläuft. So, ich habe es momentan tatsächlich sehr genau stehen, dass er direkt nachläuft. Aber wir haben halt die Möglichkeit hier hinten an dem Poti mal kurz ein kleines bisschen dran drehen. So, und wenn wir jetzt auf Position sind, beziehungsweise der Wasserstand erreicht ist, läuft es noch ein kleines bisschen mehr nach. So, das muss man jetzt natürlich versuchen so einzustellen, dass es nicht zu viel nachläuft. Also das war jetzt wahrscheinlich gerade zu viel. Ihr seht, das Ding ist immer noch an. Von daher drehe ich das Ganze mal ein bisschen zurück. So. Also. Genau. Und daran kann man dann jetzt dementsprechend nachstellen, wie lange das Ganze noch nachläuft. Hat den Sinn und Zweck, jetzt ist es aus, hat den Sinn und Zweck, dass der, ich schalte mal wieder aus, dass wenn der hier einen kleinen Schaltweg hat, wirklich ganz, ganz minimal und nicht ganz so oft anspringt. Das heißt also, der füllt noch ein kleines bisschen mehr auf und zack, das Ding ist dann an der Oberkante, meinetwegen, das muss man dann austimen. Dafür ist diese Zeitschaltung gedacht. Ja, so sieht das Ganze im Endeffekt aus. Wie gesagt, hier ist der Anschluss für die Pumpe und ja, das ist im Prinzip jetzt schon mal alles das vorbereitet, beziehungsweise auch jetzt verbaut, so dass ich es jetzt direkt dort ins Amatus XS einbauen kann. Und genau das machen wir jetzt. So, jetzt habe ich das Ganze mal vorbereitet
Und zwar, jetzt müssen wir uns tatsächlich mal aussuchen, wo wir was hinbauen. Den Wasserstandssensor werde ich wahrscheinlich hier in dem Bereich hinsetzen wollen. Und zwar relativ hoch. Dafür muss ich hier hinten den Bereich sauber machen. Das Ganze anfeuchten. Und dann setze ich ihn dahin. Das ist die Höhe, die dann eigentlich passen sollte. Sollte das nicht passen, muss ich den hier, dieses Gummi, was ich da habe, noch ein kleines bisschen nach oben setzen. Und dann passt das. So, das ist Punkt 1. Und jetzt müssen wir den Schlauch, den Nachfüllschlauch, an eine Stelle anbringen, wo er am wenigsten Schaden verursachen kann, auf gut Deutsch gesagt. Weil der darf nämlich nicht ins Wasser kommen, so wie hier. Also der muss über dem Wasser sein, ansonsten könnte er das Wasser ja ansaugen. Und das soll ja nicht passieren. So, jetzt muss ich gerade eben noch mal kurz schauen. Das passt, das passt, das passt. Strom haben wir noch im Moment keinen drauf. Und dann haben wir das eigentlich schon installiert. Und jetzt muss ich mal eben schauen, ob ich das richtig installiert habe. Setzen einmal Strom drauf. Ich gucke noch mal kurz rein, ob da auch Strom, genau. Es blinkt. Und jetzt müsste, hört ihr es? Mal eben kurz auf Null stellen, damit ich den genauen Punkt. Das ist okay. So, jetzt muss ich die Zeit noch ein kleines bisschen einstellen, dass etwas nachläuft. Das ist okay. Das ist definitiv nicht zu viel. So, wir machen jetzt noch mal einen Schnitt und ich gehe mir gerade mal ein kleines bisschen Osmosewasser holen und dann sehen wir weiter. So, weiter geht's im Plan. Jetzt gehen wir erstmal hin, installieren den Hauptschalter im Osmosetank. Da seht ihr, müsste man sehen, das blinkt. Es blinkt, ja. So, ist aus, ist an, funktioniert. So, brauche ich ein Handtuch, was ich natürlich mal wieder nicht zwar hatte, aber doch. Meine wunderschönen blauen Schüchchen seht ihr auch. So, als nächstes müssen wir die Pumpe installieren. Dann nehmen wir uns dann mal hier den Schlauch hier raus und verbinden das Ganze hier. Gucken, ja. Schauen wir mal, was die Vollleistung bringt, weil im Endeffekt steht das Ganze ja nachher noch eine ganze Etage tiefer, unten fast auf dem Boden. Und dann muss das Ganze ja auch im Endeffekt auch passen vom, ja, sag mal, von der Menge her, die rüber gepumpt wird. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir hier einen Höhenunterschied haben. Ja, und jetzt können wir im Prinzip schon testen. Gehen wir einmal an den Schirmerschalter dran. Zack, läuft. Läuft nach und ist aus. Zack, genau so soll das sein. So habe ich mir das vorgestellt. Und ihr seht, ja, hier, das werde ich wahrscheinlich noch ein Stück zurückziehen. Denn bei dem Saugnapf, wenn ihr die befestigt, müsstet ihr darauf achten, A, dass sie frisch sind. B, müssen die wirklich sauber auf beiden Seiten sein. Ja, und feucht angebracht. Dann hält das Ganze auch. Ja, jetzt kann ich im Prinzip wieder hingehen und das Ganze so zusammenpacken, wie sich das gehört. Jetzt muss ich nämlich hier noch die Pumpe wieder neu anbringen. Einmal hier das Ganze versetzt drüber. Und mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Nämlich nicht. Da muss ich nämlich darauf achten, dass das Röhrchen hier davor ist. So. Einmal verdrehen. Genau so rum. Dann kann ich nämlich die Pumpe nicht setzen. Das seht ihr jetzt nicht. Aber macht nichts. War sowieso schief. Nein, war nicht schief. Darf nicht schief sein.
So, ich nehme euch noch mal ganz kurz mit hier drüber, dann könnt ihr sehen, wie das ausschaut. Also ist so ein bisschen Chaos auf dem Schreibtisch. Ja, aber so sollte es im Endeffekt sein. Alles ist dran, angebracht, Sensor funktioniert. Drehen wir noch einmal in die andere Richtung. Das ist auch soweit okay. Ja, aufsetzen. Wenn man jetzt hinten auf das Kabel geachtet hätte, dann hätte es auch auf Anhieb funktioniert. Zack, drauf. Und fertig ist die Kiste. Ja, Leute, Becken steht wieder. Hab alles versteckt, alles ist angeschlossen. Hab's auch gerade nochmal getestet, weil es war ja hier ein kleines bisschen mehr Wasser drin, weil ich das Ganze ausgeschaltet habe und das noch zurückgelaufen ist und. Hat gerade kurz nachgefüllt und funktioniert einwandfrei. Wo ich jetzt natürlich ein kleines bisschen darauf achten muss, ist natürlich, dass die Saugnäpfe hier im Endeffekt an Ort und Stelle bleiben. Das ist eine ganz wichtige Sache, die man regelmäßig kontrollieren sollte. Einmal an dem Wasserstand im Tank unten, klar, logisch. Und zum Zweiten natürlich, es müssen definitiv neue Saugnäpfe sein. Alte halten nicht. Und die Grundflächen müssen halt vernünftig gereinigt sein. Alles in allem, wie das Ganze zusammengesetzt wird, beziehungsweise wie der Schaltplan dafür ist, hat der René in seinem Video erklärt. Step by step kann man gut nachvollziehen. Selbst ich als Elektronik-Laie habe das hinbekommen. Und es ist eine günstige Alternative. Die entsprechenden Teile, wie gesagt, sind nicht die teuersten hier. Und da muss man dann halt vielleicht mal gucken, dass man etwas günstiger vielleicht kriegt, auf AliExpress, wie auch immer. Ich habe es jetzt, wie gesagt, bei Amazon mir die Einzelteile bestellt. Da ist es ein bisschen teurer geworden. Aber Fakt ist, was kann im Endeffekt an diesem Ganzen kaputt gehen? Die entsprechende Schaltung da unten wird ewig halten. Da ist nur dieses entsprechende Relais drin, was nicht viel arbeiten muss. Was haben wir noch? Ja, die Schwimmerschalter. Und die sind austauschbar. Und ganz ehrlich, ich habe auch schon Nachfüllanlagen gehabt hier von Aqualight mit einzelnen Schalter und so. Die Dinger haben ewig gehalten. Und das ist jetzt eine Alternative, sich eine ATO zu bauen hier ohne großen Aufwand. Ja, ein bisschen Bastelei, klar, logisch. Aber es funktioniert und eigentlich wollten wir euch das ja in einem Live zeigen, aber A, war das jetzt ein bisschen an Arbeitsaufwand und B, haben wir hier noch die Lampe, weil entsprechendes Material dafür habe ich auch schon hier. Auch noch der Lampenumbau für Zeitschaltung bzw. Fernsteuerung per App. Das machen wir dann allerdings tatsächlich, entweder machen wir es live, oder mach ein separates Video, weil René kommt nach seinem Urlaub, kommt er zu mir. Und dann werden wir dementsprechend hier den Umbau für euch dokumentieren. Also, automatische Nachfüllung erledigt. Jetzt kann ich sogar noch länger hingehen und keinen Wasserwechsel machen, nicht fauler Hund. Ja, alles in allem hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Mein Hund, die will auch mal zu mir. Komm hin. Na komm, kommst ins Fernsehen. Komm. Yippie! Ja, genau, da bist du wieder. Die Elsa. Schau, da ist die Kamera. Interessiert dich nicht? Nein. Okay. Ja, alles in allem, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr Sorgen, Nöte, unsinnige Anträge oder Anmerkungen habt, schreibt es mir runter in die Kommentare. Das ist jetzt eine ganz einfache Anlage. Man könnte das Ganze auch noch weiter spinnen und weitermachen und mit Überlaufschutz und. Aber so viel Platz haben wir hier drin nicht. Also, von daher ist das eine Top-Lösung in meinen Augen für dieses kleine Becken. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Weiber.